Ja, hallo. Hier ist Johnny Unten von Werder Bremen, Ex-Profi. In den Jahren 1979 bis 1993 gespielt bei Werder. Wenn Sie mehr erfahren wollen über mich, bleiben Sie dran. Unser Studiogast, meine Damen und Herren, ist ein Mann aus Werders mehr oder weniger erfolgreichsten Zeiten. Unter Otto Rehhagel hat er seine größten Erfolge gefeiert. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Johnny Orton. Hallo. Johnny, Sie waren noch nie hier, ne? Nein, ich kannte das hier noch gar nicht. Wird es mal Zeit. Wir haben eben gesagt, Ihre erfolgreichsten Zeiten, das waren so die Zeiten zwischen 80, glaube ich, und 92, 93, richtig? Können Sie sich erinnern, wie sind Sie damals zum SV Werder gekommen? Ja, gar nicht weit von hier, aus Hagen, zwischen Bremerhaven und Bremen, aus einem kleinen Verein, Bezirksklasse, Bezirksliga. Hatte damals Rudi Assauer mich gesichtet, weil ich auf mich aufmerksam gemacht habe über Auswahlmannschaften und bis hin zur Jugendnationalmannschaft. Und da sichten natürlich mittlerweile auch die Scouts und die großen Vereine. Und damals war dann Frankfurt, weil wir mit dem DFB uns in Frankfurt getroffen haben, interessant. Und Dortmund, Werder Bremen. Bremerhaven spielte damals auch in der zweiten Liga, USC Bremerhaven. Also da ging das dann los, dass es dann konkret wurde, dass die mich haben wollten. Und Rudi Assauer hat mich öfter mal zum Spiel eingeladen und Ja, hat wie er so gesagt, ist. ja, wir wollen dich haben. Dann sind aus so ein paar Jahren, aus einer, sag ich mal, kleinen Ansage, sind ja richtig viele Jahre geworden. Haben Sie es jemals bereut, nach Bremen gekommen zu sein? Auf keinen Fall, weil ich hatte immer die Nähe zu meinen Eltern noch. Als 18-Jähriger, sag ich mal, in eine vermeintliche Großstadt gegenüber Hagen, natürlich Bremen. So, und dann so eine kleine Single-Wohnung erstmal bewohnen. Aber der Kontakt zu Hause war wichtig, dass man immer noch wieder mit seinen Eltern mal die absprechen konnte: Mensch, wie geht's dir denn und so. Aber ich habe mich dann auch gleich zurechtgefunden in der Mannschaft. Bin ja im ersten Jahr als 18-Jähriger, habe ich 33 Spiele von 34 gemacht. Also von da wurde ich auch gleich akzeptiert hier in Bremen und das war sehr wichtig. Wer war Ihr erster Trainer damals? Das war Wolfgang Weber, Ah ja. ein Kölner Nationalspieler auch. Und gut, ich hatte auch Jürgen Röber, ich hatte an sich eine intakte Mannschaft, nur zu der damaligen Zeit 1979 spielte Werder fast immer um Abstieg. Ja, richtig. Aber mir war das an sich egal, ich bin Profi geworden und habe da meinen Teil dazu beigetragen, dass wir an sich nicht abgestiegen sind, aber in dem Jahr sind wir doch abgestiegen, weil ich im letzten Spiel nicht dabei war. Sie machen ja einen ausgesprochen fitten Eindruck noch. Bedauern Sie es eigentlich, nicht heute Fußball spielen zu können, sondern damals Fußball spielen? Ja, oder Sie, natürlich hat es auch Spaß gemacht, aber wenn man das heute sieht, die Entwicklung des Sports, die Gehälter, das Brimborium um die Spieler rum, würden Sie lieber heute spielen oder sagen Sie, damals vertöfte? Damals war super. Wir hatten eine intakte Mannschaft, das Umfeld, alles. Der Verein war ja der familiäre Verein noch und jeder fühlte sich mit dem Verein identifiziert. Was heute vielleicht nicht mehr ganz so ist, es sind natürlich auch einige Söldner unterwegs in Deutschland und da hat Werder vielleicht auch mal ein, zwei gehabt, die dann auch nicht so die Mannschaft im Vordergrund gesehen haben oder den Verein. Aber ich habe mich gefreut, dass ich damals gespielt habe. Die Erfolge hatte ich auch. Und die Erfolge, die man in Deutschland oder in Europa erreichen kann, die habe ich erreicht. Und ich würde natürlich auch gerne jetzt spielen. Ja, klar. Sie sind immer positiv aufgenommen worden. Sie sind ein positiver Typ auch. Ist das so das Geheimnis, warum Sie immer sehr populär waren bei den Grün-Weißen? Ja, ich habe natürlich auch einige Nackenschläge mitbekommen durch Verletzungen bei Werder, aber ich habe das immer wieder positiv und die haben gesehen, dass ich ein ehrgeiziger Spieler war, nie aufgegeben habe. Und das akzeptieren die, wenn ein Arbeiter kommt, ne, der auch nie aufgeht, egal wie es steht oder Wir sind marschiert, ja, ne? ich bin marschiert und das wussten die. Und heutzutage, jetzt gegen Rostock war ich wieder da, da haben die natürlich geguckt, wer läuft auf der linken Seite. Ja, klar. Der Tosic, mit dem werde ich verglichen und da kann ich sagen, der kann mich nicht ersetzen. Nee, das stimmt. Ja, defensiv waren sie Ja. durchaus schwer zu knacken, ne? Ja, Das muss ja. man wirklich sagen. Sie waren ein sehr bissiger Typ. Sie haben sich so ein bisschen Berti Vogt-mäßig. Ja, aber auch nach vorne war ich auch der Vorbereiter über links. Was Manny Kals über rechts machte, die Bananenflanken, sollte ich über links machen und habe ich auch erfolgreich vorgetragen. Also ich habe nicht nur hinten rumgestanden und habe gewartet, bis wieder ein Angriff von den Gegenspielern kam, Ja. sondern ich bin dann auch über die linke Seite und hatte auch gute Mitspieler wie Norbert Meyer oder damals Uwe Bracht sogar, die mir die Bälle schön reinspielten und dann habe ich den Flankengott gespielt natürlich, ne, für meine Stürmer vorne drin. Sie haben mit Thomas Schaaf zusammengespielt, der kam auch 79.
was war das für ein Fußballer? Ja, Thomas Schaaf, den kannte ich noch aus der Jugend. Da hat er mehr so Libero gespielt hinten in der Jugendmannschaft von Werder. Und technisch ein ruhiger Spieler, vielleicht auch nicht so der Klopper. Also manchmal denkt man immer hinten, die müssen immer dazwischen gehen. Aber ruhiger Spieler, spielte einen ruhigen, sachlichen super Ball von hinten raus. Und so haben wir uns mal in der Jugend kennengelernt. Und dann haben wir uns natürlich als Profi wieder getroffen, als 18-Jähriger im ersten Profijahr. Ja. Hätten Sie gedacht, dass Thomas mal so eine Karriere hinlegt als Trainer und so viel Erfolgen? Damals nicht, aber wenn man dann, so wie er wurde ins kalte Wasser geworfen 1999. Und dann kam das Pokalspiel in Berlin und das gewann er gegen Bayern München sogar noch, nicht? In der Verlängerung oder Elfmeterschießen. So, und das war natürlich ein Highlight, wo man gleich bei so einem Einstand als Trainer hat man natürlich dann erstmal auch den Kredit der Zuschauer, des Präsidiums, des Vereins, alles. Und er hat eine gute Arbeit gleich als junger Mann, als Trainer abgeliefert. Und da haben die gesagt, da bauen wir drauf auf. Wir haben ja alles probiert. Atte Moos, Dixi Dörner, ja. Sitka. Ja. Wir haben ja alles probiert. Und wieso sollen wir nicht Thomas Schaaf das mal machen natürlich lassen? Ja. Aber Sie kennen ihn praktisch von Kindesbein, hätte ich fast gesagt. Also beide als 18-Jährige. Diese Philosophie, die Thomas Schaaf vertritt, konnte man die damals schon als junger Mann bei ihm sehen. Er zieht ja sein Ding durch. Ne? Ja, sicherlich hat er auch von Otto Rehagel einiges mitgenommen, weil er auch unter Otto Rehagel ja bis 93, 94 oder 95, wie lange hat er gespielt bei Otto Rehagel? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe ja 93 aufgehört und dann saß er sogar noch neben Otto Rehagel auf der Bank teilweise, wenn er selber nicht gespielt hat. Als wenn er so sein Co-Trainer war schon. Ne? Naja gut, da guckt man viel ab. Ja, und da hat er natürlich auch viel mitgenommen und hat das mit in seine Erfahrungen mit reingebracht als Spieler. Und er hat sich unheimlich gemausert und es gab natürlich auch Schlüsselspiele für Thomas Schaaf, wo er mal auf der Kippe stand, nicht? Aber gut, das hat er super gemausert und dann hat er das Double sowieso, das ist, hat ja vorher keiner geschafft. Dadurch wirst du unsterblich in Bremen und das finde ich gut, das hat er super hingekriegt und er macht nach wie vor super Arbeit. Er kam mit Miku klar, er kommt mit der Truppe klar. Er kam auch mit Ayrton klar. Ne? Mit Ayrton klar, das ist ja auch wichtig als Trainer, dass du mit schwierigen Leuten klarkommst und das macht er hervorragend. Johnny, Sie haben ja in der Abwehr hinten links dann auch mit richtigen Kanten, Heroen zusammengespielt, die richtig rausgekommen sind. Können Sie sich noch an den legendären Dave Watson erinnern? Auf jeden Fall. Das war mein erstes Jahr bei Werder. Ich mit 18 und dann kommt da echt so ein Hühner an, der die Abwehr schmeißen soll. Und da haben wir uns natürlich daran aufgerichtet an so einen. Aber der war nach dem zweiten Spiel schon nicht mehr dabei. Da kriegt er die rote Karte bei 1860 München. Da ist ihm ein bisschen die Nerven durchgegangen, hat er sich mit dem Rufeditzer angelegt. Und dann war er, glaube ich, 6-8 Wochen gesperrt. Und da kam er gar nicht wieder. So. Also ich habe den damals von der Tribüne aus gesehen. Ich habe gedacht, das ist ja unglaublich, das ist Galopper des Jahres. Er hatte ja einen Schritt und einen Schuss, das war ein Kopfball vor allen Dingen. Ja, ne? Also der sprang hoch wie ein Haus irgendwo, so sagt Otto. Wer hat damals mit Ihnen zusammen die Abwehrreihe gebildet? 1979. Na, als Sie anfingen und dann später gab es ja eine Fichtel noch. Ja, aber da war eben Dave Watson und dann war Kalle Geils. Ah ja. Ja, Norbert Siegmann, die sind ja alle praktisch übergeblieben und ich bin da als Neuer zugekommen, ich linke Seite, dann war Konschall auf der rechten Seite, Thomas Schaaf ist auch mit mir angefangen 1979, so, also wir waren hinten drin und selbst Kalli Kamp war noch dabei, der damalige Co-Trainer noch von Otto Rehagel, also wir waren da hinten so im Zentrum, Sie als Jungfuchs damals, 18 Jahre alt, wer hat Sie dann am meisten so an die Hand genommen und so reingeleitet in die Mannschaft? Ja, man konnte sich an sich selber nur da reinbringen durch Leistungen. Ne? Ja gut, die müssen ja gebracht haben bei 33 Spielen. Ja, man musste da, ob Hackordnung oder nicht, aber die sagen gleich, ob du ein Weichei bist oder nicht. Ach. Und wenn du da richtig zur Sache gehst und dir auch nichts gefallen lässt, gleich als 18-Jähriger, dann wirst du auch früh akzeptiert. Ne? So, ich war schnell, zweikampfstark, hab natürlich dann im Training manchmal gegen Uwe Reiner spielen müssen und der war ja auch kein Schlechter. Er rechts außen, ich linker Verteidiger. Schlitzohr, ne? So, und da haben die gesehen, Mensch, der hält gegen Uwe dagegen, Uwe Schlitzohr auch, hoch drei. So, und da haben die gesehen, Mensch, das kann doch einer werden. Wenn Sie spontan so Ihre Zeit Revue passieren lassen, Johnny, gibt es da so einige Anekdoten, die Ihnen einfallen? Witzige Sachen, die Sie auch erlebt haben? Ja gut, wir sind auch mal auf Weltreise gegangen. Und gut, es war dann mal eine Reise geplant, wo wir echt nur Vizemeister wurden. Durch diesen verschossenen Elfmeter. Und danach waren wir auf Weltreise. Und dadurch
kommt natürlich auch einiges zum Vorschein. Einer, der ist dann ein bisschen deprimiert, wie die Saison gelaufen ist oder wie auch immer. Ja gut, und da war ich dann irgendwo, war ich auch leicht mal angeschlagen und so. Und dann haben wir abends auf dem Zimmer bei Bruno Petzai, haben wir dann mal ein bisschen länger gemacht. Und da kam dann Otto Rehagel nachts rein. Hat das mitgekriegt, dass wir da so ein bisschen Stimmung gemacht haben. Ja, und dann hat er natürlich so rumgeguckt, wer da alles so sah. Da hat er den Jüngsten rausgegriffen. Logisch. Was machen Sie hier, Herr Otten? Sie sind verletzt und müssen sich doch vorbereiten oder wie auch immer. Ja, ich sag, ich bereite mich gerade vor. Ich habe die Füße schon hochgelegt, habe ich da so schön mich ausgeruht, locker. Also, ne, er war immer so. Also aber kommt man human, Spaß haben auch. Ja klar, aber er wusste, dass die Saison gelaufen ist und da ist er auch immer locker, auch wenn wir dann mal ein bisschen länger zusammen getagt haben. Ja. Aber das war ja auch wichtig, dass man sich wieder zusammenrauft. Ne? Natürlich. Und, aber es sind so Anekdoten, die natürlich immer wieder dann besprochen werden, selbst mit Willi Lemke, der auch einige Geschichten hat zu erzählen, wo wir mal irgendwo durchgemacht haben oder wie auch immer. Das bleibt aber nicht aus, wenn man zusammen ist, 14 Tage irgendwo auf Weltreise. Prima, das ist ein schönes Schlusswort. Johnny Orton, wir wünschen Ihnen, hat echt Spaß gemacht, ja, muss ich wirklich sagen. Danke, das auch war ein super Gespräch. Wir wünschen Ihnen, dass Sie das, was Sie erreicht haben, so in Erinnerung behalten. Das, was Sie noch erreichen wollen, das wird mit Sicherheit klappen. Man merkt, dass Sie echt Spaß am Leben haben. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Hoffentlich bleibt die Familie gesund und hoffentlich sehen wir uns in kürzester Zeit hier mal wieder. Ja, schönen Dank, Johnny Orton. Danke. So, meine Damen und Herren, das war's für heute. Toller Studiogast, hat richtig Spaß gemacht. Wir hoffen, für Sie war was dabei. Wenn Sie mögen, sehen wir uns in einem Monat. Bis dahin, tschüss.